Wenn Bauingenieur Winnie Fichtel von der Arbeit nach Hause kommt, dann ist seine Frau längst daheim. Denn die Elektrotechnikerin arbeitet weniger, er arbeitet mehr. Deshalb ist die gemeinsame Steuerveranlagung seit ihrer Heirat vor 23 Jahren für ihre Familie von Vorteil. Für uns war es klar, wir machen das Ehegattensplitting, weil wir natürlich daraus diesen Steuervorteil hatten und das als junge Familie, die wir ja gründen wollten, natürlich auch ganz wichtig ist als Start in das Familienleben. Als sie ihr erstes Kind bekamen, entschied das Paar, der Vater arbeitet voll, die Mutter bleibt daheim. Familie Fichtel hat so früher 5.000 Euro Steuern im Jahr gespart. Ich fühle mich nicht benachteiligt durch diese Ehegattensplitting, weil wir gemeinsames Konto haben. Im Endeffekt bleibt es in der Familie. Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung fordert die Abschaffung des Ehegattensplittings. Das jetzige Ehegattensplitting setzt Anreize, dass in einer Ehe ein Partner sehr viel verdient und der andere eher wenig bis gar nicht arbeitet. Und das können wir uns in Deutschland aufgrund des Fachkräftemangels nicht mehr länger leisten. Das IFO-Institut will die Vorteile der gemeinsamen Veranlagung stärker begrenzen. Das sogenannte Realsplitting soll etwa mit dem Ausbau der Kinderbetreuung und höheren Kinderfreibeträgen kombiniert werden. Familien wie die Fichtels müssten dann etwa 1.000 Euro mehr Steuern im Jahr zahlen. Jetzt sind wir mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP verbunden, den ich herzlich begrüße. Herr Lindner, die SPD will das Ehegattensplitting begraben. Sie halten dagegen. Ist das der nächste Streit in der Ampelkoalition? Ich habe mich auch gewundert, dass dieses Thema jetzt diskutiert wird, dass es diesen Vorschlag oder Vorstoß gab, denn das ist in der Koalition nicht verabredet. Das wird nicht kommen, und zwar aus guten Gründen. Den Staat sollte es nichts angehen, wie Paare ihre Arbeitsaufteilung organisieren. Und es würde vor allen Dingen die arbeitende Mitte unseres Landes treffen. Denken Sie an ein Paar. Eine oder ein Herr verdient 2.500 Euro im Monat, die oder der andere 1.000 Euro. Und die würden ohne Ehegattensplitting 50% höhere Steuern zahlen, mehrere hundert Euro im Jahr. Ein solches Paar, das sollte nicht belastet, sondern entlastet werden. Das ist nun nicht das einzige Konfliktthema in der Ampel. Nach der Sommerpause kommt die grüne Familienministerin wieder mit Kindergrundsicherung und Elterngeld auf sie zu. Droht da ähnlicher Streit wie rund um das Heizungsgesetz? Als Finanzminister stelle ich zuerst die Frage, wo kommt das Geld her? Sie wissen, die Spielräume sind sehr eng. Wir haben hohe Zinskosten. Wir müssen die Inflation bekämpfen, dürfen also nicht uferlos Schulden machen. Wir müssen in die Bundeswehr investieren. Das heißt, bei Mehrausgaben muss man fragen, was kommt dafür weniger? Wir können nicht nur verteilen, sondern wir müssen den Blick jetzt wieder auf das Erwirtschaften des Wohlstands richten. Und zum anderen erlaube ich mir die Frage, wofür soll das Geld eingesetzt werden? Was ist wirklich das richtige Mittel, um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dauerhaft aus einer Armutssituation zu befreien? Denn vergessen wir nicht, Kinderarmut findet ihre Begründung in oftmals der Erwerbsarmut der Eltern. Also wenn es Mängel gibt bei der Arbeitsmarktintegration oder sprachliche Mängel gibt, dann führt das automatisch zu Kinderarmut. Also was ist das richtige Mittel, um das zu bekämpfen? Das muss in der Sache diskutiert werden. Herr Lindner, apropos Geld. Die CSU-Abgeordneten, die fordern heute auf ihrer Sommerklausur die komplette Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, niedrigere Energiesteuern, Streichung der Erbschaftssteuer aufs Elternhaus. Ist das finanzierbar oder haben die Rechnung ohne Sie gemacht? Na, die Erbschaftssteuer ginge ja in den Länderhaushalt. Das muss Bayern beurteilen. Da gibt es nur, wenn ich es richtig sehe, im Bundesrat unter den anderen 16 Ländern keine Mehrheit. Was die anderen Fragen angeht, ist die klare Antwort nein. Schauen Sie, ich bin ja noch dabei, auch die Schäden zu beseitigen, die die CSU finanziell angerichtet hat. Die Vernachlässigung der Bundeswehr geht zurück auf einen CSU-Verteidigungsminister. Wir haben hohe Ausgaben für Migration, weil ein CSU-Innenminister hier keine Kontrolle hergestellt hat. 243 Millionen Euro müssen wir gerade an Schaden begleichen wegen eines CSU-Verkehrsministers und seiner Maut. Und jetzt kommt die CSU mit den nächsten nicht finanzierten
Ausgabe wünschen bzw. Versprechungen. Wir müssen jetzt in unsere wirtschaftliche Substanz investieren, in saubere Technologie investieren, in die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit von Mittelstand und Handwerk, in günstigere Energieerzeugung, aber nicht verteilte Politik machen. Noch ganz kurz zu Bayern. Ihre Partei landet in Umfragen seit Monaten deutlich unter 5%. Liegt das an den Liberalen in Bayern oder sind Sie in Berlin schuld daran? Die FDP hatte immer Herausforderungen in Bayern. Und denken Sie an das letzte Mal. Bei der letzten Landtagswahl lag die FDP auch lange unterhalb der 5%-Hürde und ist damit, ich glaube, 5,1% in den Landtag gewählt worden. Und ich glaube, diesmal wird es noch besser. Christian Lindner, herzlichen Dank für dieses Gespräch.